So I go back to the philosopher. 1993 hip-hop is a whack. Go back, check the fact. Alrighty. Was geht ab, YouTube? Pascal zu Bodybuilding. Und Moment. Und willkommen im neuen Philosophie Friday, Folge 14. Going places. Wir verlassen jetzt ein bisschen die Trugschlüsse und wenden uns dem philosophischen Werkzeug zu. Also den Methoden, denen sich Philosophen bedienen. Ein Klassiker dabei in Definitionsfragen. Was ist ein Stuhl? Klingt erstmal wie eine einfache Frage. Ein Stuhl ist ein Möbelstück, das zum Sitzen gemacht ist. Okay, dann ist das hier also ein Stuhl. Naja, nicht so richtig. Und das hier? Ja, naja. Okay, es klingt erstmal plausibel, dass ein Stuhl ein Möbelstück ist, das zum Sitzen gemacht ist. Aber es gibt Gegenbeispiele. Also die Definition ist nicht besonders scharf. Klassiker der Philosophie sind die platonischen Dialoge. Die beginnen häufig so. Was ist X? Beispielsweise, was ist Mut? Es werden den athenischen Bürgern Fragen vorgelegt. Und die denken meistens ganz intuitiv, dass sie die Antwort wissen und liefern irgendeine Definition. Dann kann Sokrates meistens aber ziemlich gut aufzeigen, warum die Definition nicht ausreichen. Oder auch gerne mal nichts erklären. Und dazu nutzt er Gegenbeispiele. So wie ich es auch gerade mit den Stühlen gemacht habe. Wenn du jetzt also wie im Stuhlbeispiel Gegenbeispiele präsentiert bekommst, fängst du in der Regel an, deine Definition zu verfeinern. Erstmal könnte man sagen, ein Stuhl ist ein Möbelstück, das von einer Person zum Sitzen genutzt wird. Dann ist die Bank kein Stuhl mehr, denn da können mehrere sitzen. Wenn jetzt allerdings nur einer drauf sitzt, dann ist sie per Definition ein Stuhl. Der Felsblock von gerade ist jetzt auch ein Stuhl, denn er ist jetzt nicht mehr zum Sitzen gemacht, sondern wird für das Sitzen genutzt. Alrighty, aber was ist das hier? Ein Fahrradsattel wird zum Sitzen von einer Person genutzt, ist aber kein Stuhl. Okay, also ein Stuhl ist ein Möbelstück mit Bein, das von einer Person zum Sitzen genutzt wird. Das schließt den Fahrradsattel aus, aber auch wieder den Stein. Fuck. Man sieht also, wir müssen unsere Definition immer weiter präzisieren. Dabei müssen wir beachten, was für Gegenbeispiele wir bekommen. Und dazu präzisieren wir dann unsere Definition immer weiter, bis wir immer näher an etwas sind, was, ja, gegen alle Gegenbeispiele passt und gleichzeitig immer noch am vermeintlichen Wesen von dem Objekt ist. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, was wir denn überhaupt über das Wesen von Objekten wissen können, wenn wir sie nicht mal vernünftig definieren können. Hierzu findet sich auch was bei Sokrates. Er hat den Feldherrn Laches gefragt, was denn Tapferkeit sei. Und Laches hat geantwortet, in der Schlacht standhalten und nicht fliehen. Aber was ist mit dem, der es aus Torheit tut und so andere gefährdet? Ist er auch tapfer? Das ist doch keine Tapferkeit. Ein tapferer Mensch sollte wissen, wann er standhalten und wann man sich zurückziehen muss. Okay, ein paar Definitionsversuche später kommt Sokrates. What? Okay, ein paar Definitionsversuche später kommt Sokrates zu dem Schluss, dass wir zwar relativ guten Begriff davon haben, was zu Tapferkeit gehört, aber was es genau ist, das wissen wir nicht. Ich meine, wenn selbst der Feldherr nicht definieren kann, was Tapferkeit bedeutet, wer soll es dann können? Sokrates folgert daraus, dass das Wesen von Tapferkeit dem Menschen einfach nicht zugänglich ist. Aber auch das hat Schwächen. Wir wissen zwar nicht genau, was für Eigenschaften Tapferkeit ausmachen, aber wir wissen ziemlich genau, was für Eigenschaften nicht zur Tapferkeit gehören. Der Feldherr weiß, jemand, der aus Torheit standhält, der ist nicht tapfer. Er hat aber auch erkannt, dass das Gegenbeispiel zeigt, wie unzureichend seine Definition ist. Er kann also das Gegenbeispiel erkennen. Und das bedeutet ja irgendwie, dass er auch weiß, was Tapferkeit ist. Sokrates folgert daraus, dass Wissen uns angeboren ist. Wir es nur nicht klar und deutlich ausdrucken können. Ein Gedanke, den auch Carl Gustav Jung später mit dem kollektiven Unbewussten aufgefasst hat. Aber vorerst soll festgehalten werden, warum auch immer, wir wissen relativ genau, was für Eigenschaften bestimmte Eigenschaften nicht haben. Auch bei Schönheit erkennt man das. Und jetzt müsste man sich hinsetzen und all das ausschließen, was man an einem Baum nicht für schön hält. Baum, damit sich jetzt keiner irgendwie diskriminiert fühlt. Und umso mehr man ausschließen kann, umso näher bewegt man sich an einen Konsens heran. Alrighty, dieses Video behandelte Gegenbeispiele und wie man durch geschicktes Argumentieren Definitionen präzisieren kann. Und wenn wir Definitionen präzisieren können, dann können wir genauer über Dinge reden. Denn wir haben alle ein genaueres Verständnis von dem, über das wir reden wollen. Was hilft es uns, wenn wir über Dinge reden, von denen wir nicht mal genau wissen,
was sie sind. Du diskutierst mit deinem Freund darüber, ob Person XY arrogant ist. Bist du dir eigentlich sicher, ob ihr beide denselben Begriff von Arroganz habt? Also, dass ihr tatsächlich über Arroganz reden könnt? Alright, ich lasse es jetzt mal so stehen. Pascal Su, check it out. Hinterlass mir einen Kommentar mit dem, was dich bewegt, was dich beunruhigt und was dich durch den Tag bringt. Pascal Su, check it out. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace, bro!